Leute, in diesem Video geht es um ein Event, was Ende November, Anfang Dezember vielleicht startet. Ein altbekanntes Event mit anderen Regeln. Es wird sehr, sehr, sehr interessant. Ähnlich dem Shadow Royale Event, nur viel, viel geiler. Es ist das Revenant Army Event. Ich sage euch gleich die Regeln. Dieses Video wird aber, das muss ich noch dazu sagen, vom EA Creator Network präsentiert. Denn ich verlose heute final 11.500 Coins, die dritte Verlosung und die zweite Verlosung von 6.700 Coins werde ich hier bekannt geben, wer die gewonnen hat. Also auf jeden Fall auf Instagram bei mir melden und dann freuen wir uns. Um was geht es in diesem Video? Ich blende schon mal die Regeln fürs Gewinnspiel ein, final, damit wir das nicht vergessen. Abonniert meinen Kanal, ganz wichtig, optional einen Daumen hoch, ein Kommentar mit dem Codewort COINS, damit der Zufallsgenerator euch ziehen kann. Schreibt bitte in den Kommentar, auf welcher Plattform ihr spielt. Das vergessen nämlich manche leider. Und ihr solltet auf jeden Fall Instagram haben. Und wenn ich euch dann als Gewinner ziehe, im Laufe der nächsten Woche, Montag, Dienstag oder so, schreibt ihr mir dann auf Instagram und der Rest ist Geschichte. Ach so, ich spoiler nochmal, morgen gibt es ein Aiming-Guide-Video. Es gibt ein paar Grüße von Prisewald, der lebt noch, aber ich möchte hier noch nicht zu viel verraten. Schaut da unbedingt morgen rein, denn ich habe viele Pro-Gamer-Settings verglichen und möchte euch morgen ein bisschen was in einem längeren Video präsentieren. Nach über 4 Jahren traue ich mich da nämlich mal wieder ran. So, jetzt genug gequatscht, das Revenant Army Event. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Ein altbekannter Modus kommt zurück. Er wird wahrscheinlich nicht Shadow Royale heißen, hat ein paar abgewandte Regeln. Wir hatten damals schon mal ein Event, da musstest du mit den Shadow Royale Regeln versuchen, ein Evakuierungsschiff zu erreichen mit einer Mindestanzahl an Legenden, um dann final die Runde zu gewinnen. Oder du wirst Teil der Revenant Army. Und dieser Modus war richtig geil. Ich lese euch jetzt einfach mal vor, wie die Regeln sind. Die Spieler beginnen anfangs als Legende, das ist klar. Ein Squad sollte schon der Revenant Army angehören und sobald dein komplettes Squad tot ist, wechselst du über in die Revenant Army. Früher war es so, wenn eine Legende aus deinem Squad tot war und konnte nicht mehr gerespawnt werden oder beziehungsweise hochgehoben, respawn war ja da nicht möglich, bist du sofort als Schattenform bei deinem Team geblieben. Das ist diesmal wohl nicht so. Weiter geht's im Text. Legenden gewinnen, wenn die erforderliche Anzahl an Legenden den Evakuierungsstandpunkt erreicht hat. Die Revenant Army gewinnt, wenn sie genug getötet haben. Der allgemeine Bereich, in dem Evac eintritt. Was? Die Übersetzungen sind manchmal ein bisschen bescheiden. Am Anfang des Spiels wird der Ort der Evakuierung bekannt gegeben. Dort müsst ihr hinkommen, müsst euch dahin kämpfen. Legenden können jederzeit niedergeschlagene Legenden wiederbeleben, aufheben und so weiter. Es wird Respawn-Beacon geben. Respawn-Beacon außerhalb der Zone werden deaktiviert, aber Respawn-Beacon, die schon benutzt wurden, haben eine Abklingzeit und du kannst sie später wieder verwenden. Das ist schon mal eine positive Neuerung für dieses Event. Was haben wir noch? Wenn du als Revenant Army wiedergeboren wirst, also wenn du dann die Schattenform erreicht hast, hast du wieder keine Waffen, keine Ausrüstung, nichts, hast wieder einen extrem krassen Nahkampfangriff. Ich glaube, 2 Schläge müssten reichen und dann hast du einen Gegner gedownt, hast höhere Sprünge, Wand- oder Wallruns und so weiter. Und es gibt eine Besonderheit, die ich sehr, sehr interessant finde. Wenn du im Laufe der Runde, ich sag mal, der Damage-Leader bist. Hier steht's, füge innerhalb der Revenant-Armee den meisten Schaden zu, um deine ultimative Form zu erreichen zu entfesseln, um als Red-Eyed Revenant wiedergeboren zu werden. Diese mächtige Form erscheint mit hochstufigen Waffen, Ausrüstung und allen Fähigkeiten von Revenant, ist aber für alle Spieler markiert. Du bist quasi ein leichteres Ziel und bist aber der Ultra-Babo auf der Map. Und das ist bestimmt richtig geil. Alle Spieler der Revenant-Armee verfügen über gelegentliche Kartenscans, die die Position der Feinde entdeckt. Denken Sie daran, Ihre Karte zu überprüfen, um
Skinsuits für ihre Verbündete zu pingen, also die Gegner. Also, das klingt schon sehr, sehr geil. Diesen Modus, wie gesagt, mit diesem Evakuierungsschiff, den gab es schon mal. Der hat ultra viel Spaß gemacht, aber es braucht eine Mindestanzahl an Legenden, damit dieses Evakuierungsschiff dann final euch die Runde gewinnen lässt. Macht ultra, ultra Bock. Und jetzt kommen wir zum, das ist das falsche Bild, zum Gewinner. Für 6700 Apex Coins auf dem PC. Entien PvP HD. Herzlichen Glückwunsch. Er schreibt: Morgen, es ist immer schön zu sehen, dass du immer solche Verlosungen machst. Bin auch seit Jahren dabei, schon zu Zeiten von The Space Cat Show. Das lese ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne, weil ich mit Space Cat Show oder The Space Cat Show auch lange in Verbindung stand, aber lange nichts von ihm gehört habe. Das glaube ich jetzt, ja. Ein, zwei Monate schon wieder her. Schade, dass er auf jeden Fall nicht mehr am Start ist, aber ich glaube, er plant auch was. Also mit den meisten Apex-YouTubern war oder bin ich noch in Kontakt, wie gesagt, zu Prise Salz zum Beispiel. Gibt es morgen ein paar Worte zu verlieren, freut euch darauf, das Basket Show. Er hat eigentlich was geplant, ist aber noch nicht wieder aufgetaucht, aber da möchte ich nichts drüber verraten. Das soll er dann auf jeden Fall selber machen. Entien, du weißt Bescheid, du meldest dich bei mir über Instagram. Dann bekommst du im Laufe der nächsten Woche deine Apex-Coins. Erst wenn alle drei Gewinner feststehen, gibt es dann final auch für jeden die Coins. Das war's jetzt von mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr zum Event zu sagen habt. Vergesst auf jeden Fall nicht teilzunehmen für die letzte Verlosung. Das war's jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein. Ciao.